So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Ja, heute machen wir eher so ein bisschen Nebenaufgaben, sprich Viertel befreien und sowas. Das ist so das nächste, was so ansteht jetzt. Ja, dass ihr da Bescheid wisst, was heute oder was überhaupt die nächsten Folgen so ein bisschen ansteht. Weil wir müssen dringend leveln. Wir haben ja schon einige Missionen gehabt, wo wir teilweise 6er Gegner hatten. Und ja, wir sind momentan noch Level 4 und das möchte ich eigentlich gerne so ein bisschen verhindern. In der letzten Folge haben wir ja schon wieder so eine Kinderfabrik befreit und damit machen wir quasi jetzt in den nächsten Tagen weiter, damit wir die so ein bisschen uns mal reinarbeiten in die Viertel und damit wir ein bisschen Level, damit wir auch mal eine Mission machen können, wo wir dann nicht immer Level 5, 6, nur so 9er, 10er Gegner bekommen und die werden dann irre schwer irgendwann werden. Deswegen, wie gesagt, jetzt erstmal das ein bisschen leveln. Das haben wir ja damals auch schon bei Infamous gemacht. So, die lassen wir mal in Ruhe. Und die checke ich jetzt. Die Verbrecher töten. So, ich mache hier mal ein bisschen Aufgaben. So, ach, schon erledigt. So, ich plündere den mal hier kurz weg. Gut, die Polizei ist schon ein bisschen abgezogen. Oh, da ist eine, liegt einer. Brauche ich nicht. Okay. Den plündere ich mal. Hältst du dich da drüben denn für sicher? Ja. Vorne jetzt. So, also, nächste Aufgabe, die jetzt ansteht, ist halt ein bisschen Viertel befreien. Und wir haben ja schon Whitechapel und hier dieses Eckchen befreit. Aber wie gesagt, das nächste, was wir jetzt machen, ist erstmal hier hin zu dem Aussichtspunkt, damit ich jetzt mal einen kleinen Überblick habe, wie weit das überhaupt geht jetzt noch. Wer ist da oben? Die Polizei interessiert mich gerade herzlich wenig, solange ich dir nichts tue, bleiben die auch sowieso. Bleiben die meines Wissens auch friedlich. Ich möchte einfach nur mal A dahin, ist es okay. So, kriege ich das dahin? Ja. Wie gesagt, einfach jetzt erstmal nur heute ein bisschen Nebenaufgaben, ein bisschen Quatsch, ein bisschen Nebenzeugs, damit wir mal ein bisschen gelevelt bekommen, damit wir überhaupt mal irgendwie weiterkommen. Nee, warte mal. So. Ich mache jetzt immer wieder so ein bisschen Viertel von Viertel, damit wir so einfach, wie gesagt, damit wir ein bisschen was schaffen können. Dazu müssen wir hier diesen Kirchturm mal hoch, damit ich einen Überblick haben oder mir einen Überblick verschaffen kann, was überhaupt als nächstes so ansteht hier. Puh, ist das ein Gras sofort oder sowas? So, und dann synchronisieren wir den ganzen Quatsch. Das will er gar nicht. Okay. So, einfach mal einen Komplettüberblick über dieses Viertel hier verschaffen. Kopfgeldjagd. Die Frage ist, was können wir machen? Was ist das hier unten? Irgendwas, okay. Gangquartier. Warte mal. Ah gut, es ist Level 6, ne? Es ist schon jetzt wieder ein bisschen... Okay, ich guck gerade mal auf die Karte, halt. Damit ich ungefähr mal weiß, wo ich bin. Ich... Wohnung ist Level 2, Empfehlung ist Level 6. Haben wir nicht immer mit Level 3? Hier, die Themse. Ich bin jetzt hier. Ich glaube, da machen wir heute tatsächlich eher die Themse, weil das sollte irgendwie mal erobert werden. Weil dann hätten wir zumindest den Fluss, dann hätten wir zumindest ein bisschen... Ja, wir müssen halt irgendwas machen, ne? Dann können wir hier unten weitermachen zur Not.
Da haben wir so mit Level 3 ja noch. Ja, dann machen wir heute die Themse. Komm, dann versuchen wir es zumindest. Suche ich mal so weit zu kommen. Ich gucke gerade mal, wo der Punkt ist. Ich will mir mal Überblick verschaffen, da unten. Das ist noch ein bisschen zu hoch im Level her, glaube ich. Ich denke mal, die Mission, die hier irgendwie in der Nähe ist, ach, falsche Taste, die wird wahrscheinlich zu hoch sein vom Level her, ne? 5, ja. Siehst du? Wir sind 4. So, einmal hier rüber. Die Gebiete gerade abgrasen, so ein bisschen die Synchronpunkte abgrasen. Muss ja auch irgendwann mal gemacht werden, ne? Ach, da hinten geht es in den Hafen. Oder beziehungsweise auf diesen Hafenmast dort. Ich komm da komme ich wahrscheinlich nicht direkt rüber, ne? Ja, warte mal, wir klettern mal, wirfen mal darüber. Dann da hoch. Ah, auf dem Schiff ist das, okay. So komme ich da nicht rüber. Doch, wollte gerade sagen. Mein Kollege kann auch schwimmen. So, dann haben wir da hoch. Wie gesagt, den Sinkpunkt annehmen, dann weiß ich ungefähr, was ich auch zu tun habe hier. Kann ich da nicht hoch? Ich fahre da hoch. Aha. So. Auch hier mal eben kurz synchronisieren. Eine Mission. Die Frage ist vom Level her, wie weit ist Kitty? Wie weit ist denn sie? Nummer 5, Level 5, okay. Gut, hier wäre eine Templerjagd. Das heißt, warte mal, richtig vom Level her? Hier wahrscheinlich, ne? Ja, Level 4. Das kriegen wir hin. Da machen wir heute die Templerjagd. Und ups.
Moin. Uiuiuiuiui, da kommt nochmal Gegenverkehr. Eine Leiche in die Themse werfen, das ist unsere Aufgabe. Du, bleib stehen. Meinst du? Tötet ihn schon. Sehen wir mal wieder. So, also Feinde auf jeden Fall en masse, das heißt, wir haben ein bisschen was zu tun jetzt. Uiuiui, da kommen auch viele Eimer. Ey, ich kann gar, konnte so schnell gar nicht reagieren, weil der pam, 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 pam eingestochen hat auf mich. Der hat direkt... Na gut, das sind einige Gegner gewesen. Ne? Ich wollte eigentlich so schnell wie möglich hoch auf den Mast, damit ich weitermachen kann, aber... Naja. Alles gut. Wie gesagt, heute machen wir das hier. Befreien wir das Ding, die sich mit Bleier hat. Mein Gott. So. Oh, das wird dir noch leid tun. Ist doch hier. Level 3, okay, das geht noch. Den krieg ich noch einmal. So, also. Sollen wir das verblindern? So, also, was wir eigentlich machen wollten, war diese Templerjagd. Warum ich da nicht wieder rausgekommen, warum ich direkt wieder rausgespawnt bin, weiß ich nicht. Eigentlich wollen wir da nicht rein. Oh, wo ist das Ding jetzt hin? Da. So, einfach mal ein bisschen Ruhe reinkriegen in dieses Spiel. So, da müssen wir irgendwann identifizieren, Captain Hargrave. Okay, das müssen wir, ist die nächste Aufgabe. So, tot. Ah, diesmal sind es nicht so viele. Keine Ausnahmen, hört ihr? Ohne Papiere, kein Zugang zum Hafen. Aye, aye, Captain. Ja, ich muss jetzt mal gerade ein bisschen checken jetzt hier. Ja, Sir. Ist das nicht etwas übertrieben?
schätze schon. Viele sollten es nicht sein. Sind jetzt insgesamt noch 4. Gut, das Level ist. Das ist Level 6. Dreh dich doch mal um, Kollege. Dreh dich doch mal um. So, jetzt habe ich dich auch noch an der Backe. So, du auch weg. So, und jetzt muss ich nur noch den einen Typen da. Na gut, das kriegen wir hin. Ach, du bist auch noch dabei. Ja, das kriegen wir schon hin. Komm. So. Also, jetzt muss ich die Leiche noch entsorgen. Meines Wissens. Habe ich hier nicht irgendwo eine Leiche liegen? Okay, gefühlt war. Okay, ist die Leiche weg schon, oder was? Gut, dann dachte mir nur jetzt gerade, dass wir das jetzt auch noch schnell machen. Oh, dann hauen wir mal ab aus dem Gebiet, dann haben wir das nämlich erledigt. So. Aufgabe erledigt, die Templerjagd erledigt. Gut, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Teil 2 der Jagd auf den Themse, weil die wollen wir nämlich heute erobern, beziehungsweise in der Aufnahmesession erobern. Bis dann, tschüss.